Würde ist die Luft zum Atmen, die wir benötigen. Und wir merken erst, dass sie fehlt, wenn wir sie vermissen. Ich kann mir von jedem Vortrag etwas mitnehmen. Ich weiß nur, dass es mich ganz, ganz tief innerlich berührt hat. Ich habe wirklich Tränen vergossen da drinnen, ich habe geweint. Und ich glaube, indem wir hinausgehen in diese Welt, andere stärken und auch vorleben, was es heißt, mutig für eine neue Welt zu stehen, inspirieren wir andere. Wir sehen, dass wir in dem Anerkennen der Vielfalt und der Einzigartigkeit auch wieder zu einem besseren gemeinsamen Miteinander kommen. Und jeder möge seine eigene Rolle in sich spüren. Und am Ende des Lebens wird man gefragt, hast du das gemacht, was für dich wichtig war? Und dann kann jeder sagen, okay, ja, ich habe das gemacht, was für mich wichtig war.